Ja, und damit hallo und recht herzlich willkommen zurück zu Medieval Dynasty in unserer bescheidenen Siedlung hier. Grabungsschuppen. Eine Schaufel mehr. Ja, ich fasse sie aber nicht. Moment kurz. Keine Schaufeln. Ja, dann kann ja die Schmiede 3 gerne mal ein bisschen weniger davon produzieren und mal eine Eisenschaufel und so produzieren. Ja, wie sieht's denn aus? Eisen Schaufel. Oha, da musst du aber ordentlich rollerbordern hier, wa? Neun Stück, das wird reichen. Und er macht fast zwei Schaufeln am Tag. Okay. What do you mean they can't work until they're 18? Was heißt, sie können erst mit 18 arbeiten? Ja, hier kann man erst mit 18 arbeiten. Das ist leider so. Einfach schäbig, aber ist so. Blumentopf aus Ton. Ja, ich wollte mal gerade gucken. Dass wir erstmal schlafen gehen und dann wollte ich unten beim Dings noch was hinmachen. So, wir machen hier wieder an. Und hier können wir aber ein bisschen aufmachen. Dann erstmal schlafen. Der nächste Tag sieht wahrscheinlich schon freundlicher aus. Endlich ist der Winter vorbei, ja. Ah, herrlich. Schön. Ein schöner Tag. Krieg mal dich ein bisschen gerade gestellt. So. Hier mache ich auch mal auf. Was haben die Krähen mit unserem Haus? Was machen die da? Die drehen alle durch, habe ich so das Gefühl. Hier hinten ist auf jeden Fall noch so ein kleines Lager. So wenig Rohstoffe. Was fehlt mir denn? Bretter. Auch das ist so viel Bretter, dieses Ding. Das ist ja unglaublich. Dann gehen wir eben mal Bretter besorgen. Mal ganz schnell und dann werde ich mich auch aufs Pferd schwingen. Ich bin ja auch ordentlich schwer hier. Ja, es klöcknot vor sich hin. Wie er mal gleich boxen will hier. Wie will er denn hauen? Verstehe ich nicht.
So. Das sieht doch schön aus. Schickimicki. Sehr, sehr schön. So, dann da hinten. Ich wollte ja eigentlich ursprünglich... Ja, du wirst schon nicht gleich verdursten, Kollege. Schon wieder zu wenig Bretter. Schlimm. Einfach schlimm. Oh, jetzt habe ich den Busch weggehauen. Aber das ist nicht schlimm. Ja. Geschmeidig bleiben, bitte. Genau, dann hat man das da abgestellt. Du siehst aus wie eine Schnecke, ja. Jawohl. Und ich gehe mir auch noch waschen. Erste Mal waschen. Super. Dann müssen wir was trinken. Guten Morgen. Die äußerst nette Frau, sie. Das ist immer die, die immer rumschimpft. Meckert immer. Immer noch am Schimpfen. Okay. So, ich wollte jetzt noch... nochmal Bretter holen. Bin halt auch ständig voll. Irgendwie. Eisenschaufel habe ich auch noch. Die brauche ich jetzt maximal gar nicht. Leder, Leine, Stock. Wie viele Stöcke habe ich noch? 147, das passt. Wo sitzt sie denn? Da war noch nie ein Hocker. Naja. Ist okay. So, und ich hatte auch vor, hier dann schon mal abzuzäunen, so wie ich mir das gedacht habe. What do you have there? Do you really need all these stones on you? This? Okay. I just don't like conversations about weather, crops, animals, children, politics, work. So habe ich mir das eigentlich gedacht, dass ich das so bauen werde. Aber dann muss ich mal gucken, ob ich das dann jetzt noch mitnehme hier. Ich denke mal schon mal.
Ich baue das jetzt erstmal so. Dann müssen wir gucken. Ist ja dann doch schon ordentlich riesig, aber es geht nach hinten ja sowieso noch. Hier in diese Richtung werde ich ja wahrscheinlich auch nichts mehr bauen. So, erstmal. Aber wenn wir den Hammer nehmen, dann haben wir natürlich jetzt immer eine blaue Wand. Nach und nach können wir das ja immer noch dann aufbauen. Aber dann ist das schon mal ein bisschen abgesteckt. Das gefällt mir wohl. Hier noch ein bisschen karg finde ich hier. Warte mal. Aber ich will ja auch nicht zu viel hinbauen. Ja, ansonsten alternativ kann ich es auch wegmachen, kostet ja eh noch Stroh. Zu uneben, sagt er. Zu uneben. Was genau ist hier uneben so? Soll auch reichen. Ist okay. So. Stehe schon richtig rum, war. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Okay. Kein Material mehr. Nee, warte mal, ich brauche noch. Oder habe ich das noch?
wollte jetzt hier oben noch eben. Ja, habe ich noch. Wenn ich es hinkriege, würde ich es eigentlich hinbauen. Oh ja. Denn die waschen ja auch, ne? Ihre Wäsche und so. Ich krieg mal gar nicht hier hingebaut, wa? Bisschen vor der Treppe gestellt, aber naja. Sehr schick. Kriegen wir hier leider nicht mehr hin. Muss man aufpassen, dass da kein Fenster ist. Sehr gut. Okay. Doch gleich schon ganz anders aus, ne? Das hat es ja voll gebracht, die zu wechseln. Oh, weia. Aber ich glaube, das haben die... Ich glaube, das hat wohl nichts zu sagen. Also, die sind trotzdem gut in ihrem Job. Das ist einfach nur... Ja, als Gag. Das hat nichts damit zu sagen, dass sie denn schlecht in ihrem Job ist. Ich bezweifle das. Wahrscheinlich machen das alle. Gehe ich einfach mal von aus. Also, ja. Weil es sieht immer so schön aus mit den Kirschbäumen hier. Aber die kann man leider nicht... nicht gut positionieren, weil die sehr viel Platz wegnehmen. Die brauchen sehr viel Platz. Hier immer so ein Vierer. Und das ist dann mal schnell erreicht irgendwie. Ja. Gut. Ich würde mal fast sagen, dass mit dem Dekorieren sind wir erstmal soweit durch. So, mal gucken, wenn wir nach und nach werden wir das dann sehen. Ich nehme uns mal eben das gute Stück hier weg. Weil hier sind ja jetzt Laternen. Und da müssen diese komischen blöden Fackeln hier nicht mehr rumstehen. Sehe ich noch irgendwo eine?
Hier. Mensch, Schuppler, du stehst ja auch noch hier. Ich sehe jetzt gerade mal keine mehr. Zumindest da, wo eben die Laternen sind, brauchen die wirklich nicht mehr rumstehen. Oh, ja. Hier hinten kommen dann noch Laternen und so, also den Weg lang. Soll ja auch anständig aussehen, aber wir brauchen Wollgarn dafür. So, hier steht eine Laterne. Das heißt, du kommst hier mal weg. Ja, ich weiß. Arbeiten und Hunger, das ist immer so eine Sache, wa? So, hier haben wir keine stehen. Das ist auch gut so. Da verschwinden nämlich diese wirklich hässlichen Standfackeln. Die sind wirklich einfach fürchterlich. Ei. Das sind aber große Augen, Mensch. Gut. Gut, gut, gut. I can hear my stomach rumbling. Hier, die kommt auch weg. Die stehen halt überall, ne? Am besten sieht man die natürlich in der Dämmerung dann, wenn sie leuchten. Aber so, wo ich sie jetzt gesehen habe, habe ich sie jetzt halt weggemacht. Die müssen hier nämlich nicht rumpümpeln. Ja. Ich hätte doch einfach was essen können, ne? Der arme Kerl muss hier verhungern. Dabei habe ich es im Inventar drin liegen. Na gut, dann sind wir erstmal durch, würde ich sagen. Das sieht auch schon viel schöner aus jetzt. Also dekoriert sieht es echt schon viel, viel besser aus. Ja, dann sage ich erstmal Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Und wir gucken mal, was wir in der nächsten Folge machen. Ich gehe mal davon aus, dass ich nochmal auf jeden Fall Häuser bauen werde. Nach hinten dort in den Wald rein. Denke ich mal. Ja, denke mal schon, dass wir das so mal machen. Mal gucken. Jetzt wollen wir mal schauen. Weiß ich jetzt noch nicht hundertprozentig. Kriegen schon hin. Es wird sehr neblig gerade. Ich werde mich gleich reinverziehen. Ich sag erstmal Dankeschön. Das sollte auch das Ende für die Aufnahme sein hier. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Vielen Dank. Bis dahin. Bye bye.